Ja, ein herzliches Jodelite und willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar die Schlümpfe Mission Blutpest. Ha, ihr lieben Leute, ja, ich bin da. Also, die Schlümpfe mit Mission Blutpest auf jeden Fall. Ja, ich als damals großer Schlümpfe-Fan, muss ich ehrlich sagen, bin froh, dass ich das Spiel jetzt zocken kann. Auf jeden Fall. Und wir starten schon mal ein neues Spiel. Spiel 1, Spiel 2. Ja, nehmen wir Spiel 1, Leute, logischerweise. Möchtest du Platz 1 zum Speichern auswählen? Ja. Elementar, mein lieber Schlumpf. Einfach schlumpfig, ein echter Dorn in deinem Schlumpf. Ein klassisches Erlebnis für alle Schlümpfe, die es bis zum Ende schaffen wollen. Natürlich. Einfach schlumpfig. Es wird einfach schlumpfig vom Schwierigkeitsgrad her. Oh, meine Fresse. Ja. Leute, jetzt lädt es wieder 5 Stunden, 56 Minuten und 54 Sekunden, Leute. Aber das macht ja gar nichts. Wir sind dann gleich wieder da, wenn es geladen hat. Da. Die Geschichte der Blutpest schlumpfen möchte ich. Ein grauenvolles Abenteuer, man glaubt es nicht. Dafür schlumpfte ich dieses kleine Gedicht. Mit schlumpfigen Bildern für meinen Bericht. Sicher in ihrem Dorf im Schlumpfenland wohnen die Schlümpfe, allseits wohl bekannt. Papa Schlumpf, unser geliebtes Oberhaupt, und Schlumpfine, deren Schönheit man kaum glaubt. Handy, Torti, Jokey, um nur einige zu nennen, so heißen die blauen Racker, deren Namen wir alle kennen. Doch fernab des Dorfes, wohin kein Schlumpf je geht, liegt eine Hütte, die jeder schmäht. Dort wohnt ein Hexenmeister, ganz in Schwarz gekleidet, lebt dort allein mit seinem Kater, den man lieber meidet. Knallrote Stiefel trägt er bei seinem bösen Spiel. Laut Zwirni zeugen diese nicht von Stil. Die Rede ist von Gargamel, da trügt euch nicht der Schein. Auf die Nase würde ich ihm schlumpfen, wär ich nicht so klein. Seine fixe Idee bringt den Schlümpfen Pein. Er möchte sie schlumpfen für irgendeinen Stein. Aus einem Buch des Schreckens, in dem sich die Formeln türmen, schlumpft er diesmal eine zum Züchten von Birnen. Nein, keine Birnen. Augenblick, ich schau. Zum Züchten von einer Pflanze, mythisch, giftig und gefährlich. Ah ja, genau. Also schlumpfte er mit Hilfe einer uralten Schrift diese höchst gefährliche Pflanze, strotzend vor Gift. Papa Schlumpf ist verzweifelt. Die Lage ist schlimm. Schlümpfe sind verschwunden. Aber wie und wohin? Kapitel 1, Schlumpfhausen. Der Stadtrand von Schlumpfhausen. Das finde ich so richtig schlumpfig, Leute. Haha, geil. Jo, dann schauen wir mal. Ah, da bist du ja, Hefti. Hallo, Papa Schlumpf. Handy hat mich gebeten, bei dir vorbeizuschauen. Er hat mir dieses komische Gerät auf den Buckel geschnallt. Er nennt es Schlumpfisator. Ja, das ist seine schlumpftastische neue Erfindung. Damit kannst du all die verseuchten Pflanzen heilen, die das Dorf überschlumpft haben. Und vielleicht ein paar von den verschwundenen Schlümpfen schlumpfen. Hoffentlich. Aber Handy hat mir gesagt, seine Maschine bräuchte einen Tank. Na, dazu bist du ja hier. Ohne einen Tank kannst du den Schlumpfisator nicht richtig benutzen. Der Tank ist eine Blume, die ich untersucht habe. Die kannst du ein Stück den Weg hinunterschlumpfen. Sie ist anscheinend gegen die Infektion immun geworden. Glaubst du, sie könnte unser Problem lösen? Hoffen wir es. Apropos Schlumpfisator. Du hast die Ehre, diese neue Erfindung als erster zu beschlumpfen. Aber ich will sicher gehen, dass du mit der Ausrüstung auf dem Rücken noch genauso stark bist. Mit oder ohne Schlumpfisator, Papa Schlumpf. Ich bin der stärkste Schlumpf. Aber wenn du schlumpfst, dass das nötig ist, kann ich ja damit üben. Das wäre mir lieber, Hefti. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich habe dir einen kleinen Parcours geschlumpft. Fangen wir mit dem Training an. Geh hinüber zu Farmi. Er schlumpft am Fluss. Ehe wir weiter schlumpfen, sorgen wir erstmal dafür, dass du dich mit dem Schlumpfisator noch gut bewegen kannst. Ja, das machen wir, Leute. Der Schatten vom Schlumpfhausen. Bewege, bla bla bla. Ja, ja. Ich renne hier herum. Das finde ich fein. Ich bin der Hefti. Haha, ist das mega. Servus.
Ah, heiliger Schlumpf, da bist du ja, Hefti. Papa Schlumpf hat mir aufgetragen, einen Test für dich auszudenken, um sicherzugehen, dass du deine Mission schlumpfst. Ich weiß, Farmi. Was soll ich tun? Ah, schlumpf den Kopf und sieh mal zu der Felsspitze da drüben. Da sollte dich jemand anschlumpfen. Ja, es ist schlumpftastisch, Leute. Finde ich krass. Na, wo? Ah, Schlumpfine. Da ist Schlumpfine. Sie ist ja so schlumpfig. Schlumpfig, Leute. Servus, Schlumpfine. Finde die Blume für den Schlumpfisator. Überquere die Brücke. Ja, ja, ja. Also ich spiele das mit Maus und Tastatur, weil mein Controller den Geist aufgegeben hat durch einen kleinen Unfall, den ich hatte. Nö, ich habe den nicht gegen die Wand geschmissen. Nö, nö. Ein anderer Unfall. So. Jo. Ich muss da was finden. Muss ich finden. Ja. Gehen wir mal darüber, da ist irgendwo der Schlumpfe Satur irgendwas. Okay, jetzt muss ich springen. Hui. Hui. Hallo? Sprechen. Na, Hefti, angeblich sollst du nicht mehr springen können. Was? Wer hat dir denn das erzählt? Papa Schlumpf, er hat mich gebeten, dich ein paar Hüpfer schlumpfen zu lassen. Er muss den Verschlumpf verloren haben. Den Verschlumpf? Ich trainiere jeden Tag, keiner kann höher schlumpfen. Na, dann schlumpf doch mal auf die andere Seite. Was? Wo? Wie? Warum? Und hopp! Und hopp! Ich würde es so gern mit Controller spielen, Leute. Ah, nein, 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 nein! Geh zu den Schlümpfen. Ja, muss ich da irgendwie darauf vielleicht? Ja, da muss ich hier nach oben, schätze ich mal, ne? Wo muss ich da hin? Ich kann eh da durch, oder? Ist noch mehr verseuchtes Gras. Ich kann es gar nicht erwarten, es zu heilen. Ja, da muss ich ja doch da durch. Leute! Ah, Checkpoint. Ah, okay, diese komischen Dinger, Steine da sind Checkpoints. Okay. Drücke, um dir jederzeit ein aktuelles Ziel anzeigen zu lassen. Wie geht's? Willst du wirklich die ganzen Brücken reparieren? Ja, muss ich. Papa Schlumpf hat mich gebeten, alle geschlumpften Brücken zu reparieren. Na, da hast du ja eine Menge zu schlumpfen. Pass auf deine Finger auf und froh ist irgendwas. Was? Das ist so schnell. Wer liest denn so schnell? Das ist der Springkurs? Da schlumpfe ich ja mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Händen. Die schlumpfen alles, Leute. Schlumpftastisch und schlumpf. Genial und keine Ahnung was. Servus. Hallo, Hefti. Was schlumpfst du hier? Ich suche eine seltsame Blume, die uns anscheinend gegen diese Verseuchung schlumpfen kann. Ach ja, Papa Schlumpf hat erzählt, dass er dir eine kleine Aufgabe gegeben hat. Ich habe gehört, du sollst Handys neue Erfindung austesten? Ja, den Schlumpfisator. Ich lerne gerade, wie man ihn benutzt. Ich schlumpfe so gut ich kann, damit zurechtzukommen. Na, dann übe mal weiter, weil du nämlich über den Fluss da vorne springen musst. Pass auf, dass du nicht ins Wasser schlumpfst. Keine Sorge, ich kann doch schwimmen. Das glaube ich dir, Hefti. Aber wenn du ins Wasser schlumpfst, schlumpft dich das Gewicht des Schlumpfisators womöglich auf den Grund. Und dann schlumpfige Nacht. Ich passe schon auf. Ja, ich passe schon. Leute, was glaubt ihr, hey? Also, ein Wahnsinn. Ach, du Schande. Leute, was ist denn das für ein Hammer hier? Na, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall rüberschlumpfen. Und hopp. Alle hopp. Hopp, hopp, hopp. Ja, Leute, ich hab's geschafft. Gibt's da irgendwas zum Holen? Ich kann momentan nichts. Schaut mal, ich hab das noch nicht. Ich muss das erst holen. Da ist die Blume. Das ist bestimmt die richtige. Sie wirkt gar nicht krank. Die muss immun sein. Ja, dann brauche ich die Blume. Finde die Blume für den Schlumpfisator. Muss ich das irgendwie... dann muss ich das ja irgendwie schlumpfen, oder? Da kann ich sie drauf den großen Pelz springen können, ja. Um da oben ranzukommen. Das habe ich schon gemacht. Und hopp. Leute! Hopp, hopp, hopp.
Nö, nö, ich muss darauf. Und hopp. Leute. So, jetzt geht's. Und jetzt hier drüber. Bah, super, das ist mega krass, Leute. Das Dorf. Ich kann es gar nicht erwarten, allen die Blume zu zeigen. Das wird sie aufmuntern. So, wo ist denn die Blume da? Okay, ich gehe mal weiter. Hui! Bam! Natürlich, was ist denn das da eigentlich für ein Ding? Ja! Ah, okay, da hinten ist die Blume. Ich muss weiter. Na bitte, Leute. Ich muss weiter. Aber da ist was, Leute. Weil man kann nämlich bei dem Spiel auch solche Geschenke sammeln. Ein Geschenk von 21, oh, keine Ahnung. Ich werde, Leute, also ich werde nicht alle finden. Springen ist toll. Es gibt nichts Besseres, um sich in Form zu schlumpfen. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht herunterfalle. Ah, und ich bin unten. Ich sollte aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Und ich bin unten, Leute. Au! Zweimal. So, und jetzt? Da! Ja, wunderbar, Leute. Schaut mal. Ich habe die Blume. Mission erfüllt. Ich bin der Tollste. Selbst mit dem Schlumpfisator auf dem Buckel. Na, dann zurück nach Schlumpfhausen. Ja, zurück nach Schlumpfhausen, ihr lieben Leute von heute. So, lade es endlich mal schneller. Ja. Ich muss diese Blume zu Papa Schlumpf und Handy bringen, und zwar schleunigst. Jo, dann machen wir das mal. Handhabung des Schlumpfisators erlernen. Oh, meine Fresse. Der Schlumpfisator. Voll cool. Hallöchen, servus. Was willst du von mir? Hallo, Hefti, was ist das da? Es geht dich nichts an. Hast du eine Blume aus dem Wald geschlumpft? Ja, und? Ach, die ist bestimmt für Schlumpfine. Nein, falsch geraten. Mit dieser Blume will ich Handys neueste Erfindung schlumpfen. Seine neueste Erfindung? Ja, den Schlumpfisator. Moment mal, jetzt sag aber nicht, er ist bestimmt dazu da, Schlumpfines Blumen zu irgendwas. Leute, wer liest so schnell? Das ist doch wirklich ein Wahnsinn. Hallöchen, sollen wir schlumpfen? Nein, wir schlumpfen jetzt nicht, du Schlumpf. Hä? Ah, okay. Handy, hier ist die Zauberblume, die ich dir von Papa Schlumpf bringen sollte. Danke, Hefti. Endlich kann ich meinem Schlumpfisator den letzten Schliff geben. Bist du sicher, dass das funktioniert, Handy? Und ob, Papa Schlumpf, du wirst total überrascht sein. Die Verseuchung kann einpacken und du kannst wieder alle Bereiche in Schlumpfhausen betreten. Ich hoffe, du meinst eine Überraschung der guten Art, Handy. Denk daran, wie das war, als du die Roboter gebaut hast. Hefti hat nicht ganz unrecht, Handy. Manchmal schlumpfst du Erfindungen, die du nicht kontrollieren kannst. Ach, jetzt seid doch nicht so pessimistisch. Der Schlumpfisator ist meine fortschrittlichste Erfindung. Und die effizienteste. Darauf verwette ich meinen Schlumpf. Ich kann es kaum erwarten, ihn in Aktion zu sehen, Handy. Diese Verseuchung müssen wir ein für alle Mal schlumpfen. Schlumpf einen Moment, damit ich den Tank am Schlumpfisator anbringen kann. Ja, dann schlumpfen wir mal, Leute. Kann losgehen, Hefti. Heile das verseuchte Gras rund um das Dorf und komm dann wieder hierher zurück. Ja, Leute. Der Schlumpfisator? Okay, ich probiere den Schlumpfisator mal an dem verseuchten Gras aus. Hey, du heilst hier also alles? Ja, natürlich. Schau da mal. Ja, oh, geil. So, verseuchtes Gras. Wo ist denn noch verseuchte? Oh, da. Mist. Das Heilspray ist alle. Ich habe zu viel verbraucht und den Tank leer geschlumpft. Ich muss etwas warten, bis er wieder aufgefüllt ist. Ja, weiß ich schon. So, fertig. wie viel noch? Heile das verseuchte Gras. Ist da noch ein verseuchtes Gras? Waren das nicht nur 3 Stück?
Da muss ich ja da drüben wahrscheinlich auch lang. Kann man da nicht schneller laufen? Was ist das da eigentlich? Leute! Ich will da durch, ich bin Arzt! Tja, Leute, lasst mich da schlumpfen, ja? Immer mit der Schlumpfe, Ruhe! Super, ich habe die verseuchten Pflanzen geheilt! Ja, ja! Jetzt schnell zurück zu Papa Schlumpf! Ja, schnell zurück zu Schlapperpumpf. Papa Schlumpf. Ach du Schande. Papa Schlumpf. Servus. Es ist schlumpftastisch. Ich bin fertig, Papa Schlumpf. Alle verseuchten Pflanzen wurden geschlumpft. Der Schlumpfisator war sehr effektiv. Und er ist auch noch leicht zu schlumpfen. Meine Erfindung funktioniert tadellos. Das habe ich euch doch gesagt. Übrigens, der Schlumpfisator hat noch einiges in petto. Wenn du außerhalb von Schlumpfhausen auf Erkundung gehst, halte die Augen offen. Wenn du mir Materialien mitbringst, kann ich den Schlumpfisator weiter verbessern. Dir stehen noch eine Menge Überraschungen bevor. Okay, ich sehe mal, was ich finde, Handy. Ja, aber wir haben immer noch eine Menge Schlumpf vor uns, meine kleinen Schlümpfe. Ein paar Schlümpfe aus Schlumpfhausen werden vermisst. Sie wurden zuletzt auf dem Weg zum Damm gesehen. Hoffentlich sind sie nicht so wie die anderen verschwunden. Du musst besser schlumpfen, Hefti. Aber Vorsicht, der Bereich rund um den Damm ist verseucht. Benutze den Schlumpfisator, um dir den Weg dorthin frei zu schlumpfen. Das ist die Chance, meine Erfindung im Feldversuch zu testen. Du kannst auf mich zählen. Ich werde die vermissten Schlümpfe finden. Und diese verseuchten Pflanzen sollten sich besser in Acht nehmen. Ja, so soll's sein, Leute. Wie geht's? Ja, was? Jo. Gehe zum Damm. Dam, dam, dam. Das finde ich mega krass. Was ist denn das für ein Ding hier? Da ist hundertprozentig da. Wie heißt denn der Streichschlumpf? Der die Streiche spielt. Wie heißt das denn jetzt? Schlaubi? Nö, Schlaubi nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Gehen wir mal zum Damm. Und machen dann daram daram. Ja, super. Da haben wir. Ja, ich werde da die ganzen Sachen da irgendwie. Du kümmerst dich also. Schau doch mal. Da bekomme ich Punkte. Da bekomme ich solche. Was ist denn das? Nüsse oder was? Meine Fresse, Leute. Und ich mache. Ja! Und ist das geil. Ey, schau doch mal da oben. Und hopp. Alle hopp. Ui, was ist denn da? Hä? Und hopp! Ah! Ich bin runtergeflogen. Na, macht er. Wow, Leute, da ist. Da ist verseucht. Her mit der Nuss. Muss das alles schlumpfen, wegschlumpfen hier. Hallo, ist da wer zu Hause? Hallo, Leute! Keine Ahnung. Gehen wir mal zum Damm, oder wie schaut's denn aus? Wartet mal ganz kurz. Die offenen Ziele, gehe zum Damm. Handhabung des Schlumpfisators erlernen. Ja, da bin ich ja noch immer dabei. Oh, du heilst hier alles? Ja, ich heil hier alles. So, da haben wir auch noch was. Schaut mal. Zum Sauberschlumpfen. Da schaut's aus, das ist ja nicht mehr normal, Leute. Ich glaub es nicht. Mal aufladen hier. Na Gott sei Dank, was ist denn da oben? Schau doch mal. Ui, was ist das da? Ah, pfui, schau doch mal. Ah! So, wie kann ich da jetzt da irgendwo... Ah, hier, schau doch mal. Alle
ich habe ein Geschenk, Leute! Es ist geil! Ui, haben wir Fallschaden eigentlich? Nö. Gibt es denn überhaupt einen Fallschaden? Ich habe keine Ahnung. Ihr Lieben, aber dann machen wir mit der Folge Schluss. Und machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir weiter schlumpfen, über diesen Damm gehen. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Game over, euer Schlumpf. Horsti. Ciao.